Die Firma Grenzebach-Gruppe ist nicht nur im Glasgeschäft tätig, sondern hat auch eine ganz besondere Marktlücke entdeckt. Richtig viel Action gibt es bei der Firma Grenzebach in Halle 15. Herr Sträb, was haben Sie für Innovationen mitgebracht auf die Glastech? Ja, nach 45 Jahren erfolgreicher Firmengeschichte und Unternehmensgeschichte im Glasbereich sind wir bekannt für Float-Lösungen, Coating-Lösungen, man kennt uns. Der Trend geht stärker in Speziallösungen, in Veredelung oder auch, wie Sie hinter mir sehen, in dünne Gläser. Das heißt, Sie müssen die Kompetenz entwickeln, sehr dünne Gläser handhaben zu können. Und wenn wir dünne Gläser sagen, dann meine ich nicht 2 mm, wir sprechen von 0,7 oder noch weniger. Und die Produkte der Zukunft, die Sie zu Hause haben, Kühlschränke, Ihr Telefon, werden alle mehr und mehr mit Glas bestückt. Das sehen wir ein Riesenaufgabenfeld. Sie können aber nicht nur dünn, sondern auch dick, habe ich gesehen. Ja, wir können ja auch das Gegenteil dazu. Wir können also auch große und richtig repräsentative Glaslösungen produzieren, die Sie zum Teil an wunderschönen Hotels und an Fassaden finden. Haben hier einen neuesten Stapler dabei, der in der Geschwindigkeit mit 20 Takten ein Rekordweltmeister ist und dabei bis zu 16 Meter Lösungen transportieren kann. Und wir sind stolz, dass wir also auch auf der anderen Seite der Skalierung von ganz dünnen Gläsern bis zu ganz großen als Grenzebach sehr stark vertreten sind. Der Energieverbrauch ist ja auch ein wichtiges Thema. Was macht die Firma Grenzebach-Gruppe dafür? Ein ganz wichtiger Punkt, mit dem sich alle Unternehmen mehr und mehr beschäftigen müssen. Wir haben definitiv begonnen, komplett neue Steuerungstechnik zu entwickeln, die es uns erlaubt, Anlagen dann zu nutzen, wenn Produktion läuft und Anlagen dann vom Energieverbrauch zu entkoppeln, wenn keine Produktion läuft oder stillstand ist, und das herunter auf jeden einzelnen Antrieb. Des Weiteren können wir Energierückgewinnung beim Bremsen oder beim Abbremsen und Abfedern von Produktion in das System wieder herfahren und so den Energieverbrauch über alles um 25% senken, was sich übers Jahr und damit aber über eine Lifetime von 10 Jahren in einer sehr großen Anzahl von realem Geld messen lässt. Was erhoffen Sie sich von der Glastech? Ja, dass das faszinierende Material Glas weiterhin einen Aufschwung hat und so wie das die Messe hier auch zeigt, die als internationale Leitmesse ganz vorne steht und wir stolz sind, dabei sein zu können und wir alle miteinander eine Zukunft des Glases auch im Jahr 2013 und 2014 weiter gestalten können.